Die Unstrut ist so tief eingefroren, dass unten nur mehr so viel Wasser fließen könnte. In dem Eis waren sogar die Fische drinne. Man Nur könnte eingefroren. Fischeis lutschen. Na prima. Chris, was trinkst denn du hier? Ja, ist so warm. Du musst da Eiswasser trinken, dann wird es da vielleicht ein bisschen kälter. Aber so pink wie das aussieht, ist das kein Eiswasser. Nee, das ist Erdbeerwasser. Dann musst du mal ein paar Schollen reinmachen, aus dem Eis herausbrechen und dir drinnen kühlen. Du spielst wohl auf eine Eisfahrt an. Was für Ding? Eine Eisfahrt. Ich kenne eine Walfahrt, aber keine Eisfahrt. Ach, du Walfisch. Weißt du, was eine Eisfahrt ist? Nee. Ja, das weiß ich. Du weißt nichts. Aber du kannst mir das bestimmt erzählen. Also, du weißt doch, dass wir hier überall fließende Gewässer haben. Mit der Saale. Ja, und? Nun der Elster. Und? Und der Unstrut. Richtig, und die Unstrut, Worum die geht's? um die geht's. Oh. Die Unstrut ist ja nur heute gut tief. Da könnte sogar ein Ja. großes Schiff durchfahren. Okay. Hat man gemacht, damit man irgendwann mal da Schiffsverkehr laufen lassen kann. Okay. Aber früher war dem nicht so. Da war die Unstrut etwas seichter. Ja. Und in dieser Zeit, da hat die Unstrut ganz viel lustige Sachen gemacht. An der Unstrut konnte man nämlich ablesen, wie das Wetter gerade ist. Wenn es warm ist, wurde die nämlich immer flacher. Ah. Es gab sogar Zeiten, da war die ganz ausgetrocknet. Tönt schon, alles getrocknet. Ja, da konntest du trockenen Das Fußes kennt gar keiner mehr durchlatschen. jetzt da. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh. Ja, und dann gab es aber auch Jahre, da war die Unstrut so hoch, dass das Wasser bis weit nach Freiburg neigeschwappt ist. Immer wenn es Ja. anfing zu schmelzen, da waren die Freiburger immer mit nasse Fiese. Haben die auch Wasser gehabt? Na, aber feste, da hatten wir im Weißenfeld Oh. noch lange kein Wasser, aber die in Freiburg, die sind abgesoffen, weil die Unstrut Jesus, so ein nee. flaches Bett hat. Ja. Ja, und dann gab es aber auch Jahre, da war es richtig kalt und da konntest du nicht mehr sehen, dass die Unstrut fließt. So dicke war das Eis drauf. Und 1800, da ist es so gewesen, da ist es so plötzlich so kalt geworden, dass sogar die Gischt auf der Unstrut eingefroren ist. Und die Unstrut ist so tief eingefroren, dass unten nur mehr so viel Wasser fließen konnte. In dem Eis waren sogar die Fische drinne. Man Nur konnte eingefroren. Fischeis lutschen. Na prima. So ist das gewesen. Die armen Fischer. Ja. Aber dann ist es nur so gewesen, dass Anfang Februar die erste Sonne rauskam. Na, sie schmelzen. Ein bisschen angeschmolzen und dann ist das Eis gebrochen in große Schollen. Oh, das macht Und bestimmt viel Schaden. die sind losgeschwommen, weil unten war ja immer noch ein bisschen fließende Unstrut. Und darauf ist es dann Und lang. die hat das Eis fortgetragen. Und Oh, bei mit da. Naumburg ist die Unstrut in In die die Saale Saale, geflossen. ja. Wie jetzt auch noch. Und da kriegten die Schollen richtig Dampf drauf. Richtig fort. Aber feste. Ah, je Und mein bei Land. Schönburg, da sind die gegen die Felsen geknallt. Und da Ach, wo sind du die oben noch, stehst und kannst da runter gucken. ja, da sind die dagegen gestoßen. Ja. Und da sind die noch mehr auseinandergebrochen. Waren es lauter Bruchstücke? Waren es kleine Aber, Schollen? und Heieiei. bei Goseck, da waren gerade Fischer unterwegs und haben Fische aus der Saale geholt. Und die sind von ihren Kähnen vom Eis heruntergeschlagen worden. Da sind sogar welche ertrunken. Ach, du großer Gott. Und dann ist die weitergeschwommen, die Eisscholle. Ja. Ne? Und dann kam die bei Beuditz an. Und da ist ja unten die Mühl, Ja, Beuditzmühl. ja. Da ist das gegengeschlagen und ein großer Teil vom Mühlenhaus ist in die Saale gestürzt. Ach, du großer Gott. Da hat sich die Mühle kaputt gemacht. Ja. Und noch ein Ach, du Stück großer Gott. weiter. In Weißenfels hat es aber diesmal Gott sei Dank keine Brückenpfeiler getroffen. Oh. Diesmal nicht. Aber als es dann Richtung Halle rübergeflossen ist, Ja. ne, da hat es noch zwei Brücken mitgenommen. Zwei große Hei, Brückenpfeiler hei, hei. mitgeschlagen, da sind die niedergeworfen. Und erst hinter Halle
wurden die Eisschollen klein genug, dass die Gescher Von Dröhnstrut über Naumbach, über Schönbach, über Weiß bis Halle. Das ist eine Riesenstrecke. Na, aber meh. Da hat es ja ganz schön zugeschlagen. Ganz schön. 15 Leute sind da gestorben. Na, guck an. Das muss man sich mal vorstellen. Vor allen Dingen, wie kalt das gewesen sein muss. Die Unstrut. Zugefroren bis fast zum Grund. Ich möchte nicht dabei gewesen sein. Nee, ich auch nicht. War bestimmt kalt. War garantiert ordentliches, knackiges Wetter. Das reicht ja. Nee, ist nicht meins. Nee, meins auch nicht. Nee. Ich hab's auch lieber warm. Aber mach doch trotzdem mal was. Nein, ja, und das. Bei Bing das Messerchen. Meinst du? Warm ist das doch bestimmt nicht zu trinken, unbedingt. Och, man kann das auch mal warm trinken. Naja. Vielleicht so kleiner Tee. Prost, hau rein. Ich mache los. Ich gehe auch was trinken. Ja, ja, mach nur. Mach nur. Wenn der wüsste, dass das ein Schnäpsel ist.